Schützen hier. Du kennst ja meine Karte. Oh, ich sehe. Fangen wir an, mal schon. So, Willi? So. Das heißt so, dass sie gehen dürfen. Das machen die auch, ist auch bei uns. Wenn man so macht, heißt das, dass sie gehen dürfen. Und sonst verlässt mein Papa sich bestimmt einfach nur auf meine Hand. Wo ist denn hier der blöde Knopf? Willi, wo ist denn der Knopf? Mich ärgert wieder der Lift. Zeigst du mir den kurz? Ach, Mann. Genau vorbeigefasst. Schatzi, wo ist denn das Ei? Aha, schon gefunden. Also, als erstes müssen die erstmal die ganze Geschichte suchen. Wenn sie da nichts finden, dann erst helfe ich ihnen. Sie ist ja wirklich nicht unsere Haushaltshilfe. Sie ist einfach nur ein Kind und wenn sie gerade nicht möchte, dann muss sie halt auch nicht. Das ist echt, echt eine... Du kannst rauskommen. Cool. Jetzt muss ich wieder ganz. Das ist total Komfortzone verlassen. Das hätte ich mir früher auch nicht träumen lassen, dass ich mal so über irgendwelche wilden Spielplätze turne hier. Hallo, mein Papa ist blind. Für sie, glaube ich, schon blöd auch, dass wir immer zu angeguckt werden, wenn wir irgendwo auftauchen als Familie. Also man ist immer im Fokus, ne? Da denke ich, vielleicht ist es sogar gut, dass wir das nicht sehen. Dass sie ein bisschen mehr Respekt haben müssen. Ja, weil das ist, meine Mama ist ja trotzdem ein normaler Mensch. Dass das dann auch wirklich auffällig ist, also dass mein Sohn auch mal zu mir gesagt hat, da war er noch relativ klein so, hat aber schon Situationen erfasst, sag mal Mama, warum reden die alle so komisch mit dir, ne? Oder auch diese komplett alten Leute fragen, kann ich ihnen helfen, obwohl ihm lieber besser machen würde. Familienleben ist definitiv Familienleben, ob man sieht oder nicht. Ne? Also die Grundlagen sind komplett die gleichen und dann haben wir da eben zusätzlich diese Beeinträchtigung, genau, die wir aber auch schon vor dem Familienleben hatten. Und da hat man eben seine Hilfsmittel, seine Tricks und dann läuft das schon. Aber es kommt ansonsten aufs Gleiche raus.